Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C Sharp. Dieses Mal gibt es was ganz Besonderes, nämlich fangen wir endlich mal mit Klassen an. Klassen sind sozusagen der Grundbaustein von allem, was wir so als objektorientierte Programmierung kennen. Und deswegen ist das ein großes Thema, deswegen auch immer schön zuhören. Im Prinzip habt ihr bisher schon in Klassen gearbeitet, denn wie wir hier sehen können, steht hier Class, Programm. Und deswegen braucht ihr da auch echt keine Angst vor haben. Das ist nichts Besonderes, aber man braucht ein bisschen Übung, damit man damit richtig klarkommt. Das Ganze hier hat was mit dem Schlüsselwort Static zu tun, dass wir bisher doch nicht richtig mit Klassen gearbeitet haben, aber das erkläre ich euch alles der Reihe nach. So, jetzt geht ihr am besten erstmal her, um eine neue Klasse zu erstellen, damit wir hier nicht irgendwie den ganzen Kram hier mitschleppen. Einfach Rechtsklick auf euer Projekt hier oben. In meinem Fall heißt das ganze Ding Console Application 3. Ziemlich willkürlicher Name, wurde auch nicht von mir gewählt, und macht hier mal hinzufügen. Und da kommt so ein kleines anderes Menü, das ihr jetzt bei mir auf der linken Seite seht. Das hier, und hier gibt es Klasse. Einfach auswählen und hier könnt ihr eine neue Klasse erstellen. Die hat die Endung .cs, damit wir auch wissen, dass wir in C Sharp sind und nicht irgendwas anderes machen. Und jetzt könnt ihr dem Ganzen einen schönen, ausdrucksvollen Namen geben, zum Beispiel Klasse. So, und jetzt sehen wir hier, ein paar Sachen werden am Anfang schon direkt vom System kreiert, zum Beispiel diese Using-Direktiven hier und der Namespace. Der Namespace bedeutet im Prinzip nichts weiter, als dass es zu eurer Console Application 3 gehört und deswegen hier drin steht. Also das am besten einfach mal ja, ignorieren. Und eben hier dieses Class, Klasse. Das ist der Name von der Klasse und das ist das Schlüsselwort Class, damit ihr das ganze Ding auch selber schreiben könnt. Und dann einfach alles in geschweifte Klammern packen. Also diese geschweiften Klammern hier gehören zum Namespace, sprich, dass es zu eurer Application 3 gehört. Und diese Klammern hier drin gehören zur Klasse. Upsala, die beiden gehören zur Klasse. Die haben wir hier auch beim Programm. Die sehen wir hier und hier. Wenn ihr übrigens die untere Klammer davon auswählt, dann wird die obere auch gehighlightet. Ist so ein kleines Syntax-Feature, ist nicht übel. So. Wenn wir das ganze Ding jetzt benutzen wollen, dann müssen wir immer darauf achten. Eine Klasse hat Variablen und Methoden. Methoden kennt ihr, habe ich euch schon gezeigt. Und Variablen sind genau im Prinzip das, was da stand, also Variablen. Also erstmal der Datentyp, zum Beispiel Int ist ein Datentyp, aber auch String ist ein Datentyp und dann der Name davon. Also zum Beispiel ich bin eine Zahl. So. Und das ist schon eure erste Variable in eurer Klasse drin. Jetzt kann vorne dran, ich mache hier mal vielleicht noch einen String rein, String eine Zeichenkette. Also, sehr ausdrucksvoll heute. Genau. Und diese beiden können jetzt natürlich noch, oder was heißt natürlich, diese beiden können noch irgendwelche Access Modifikatoren bekommen. Die werde ich euch dann auch noch erklären in einem gesonderten Video. Da gibt es Public und Private, deswegen habe ich jetzt hier mal zwei und noch ein paar andere, aber das sind die beiden wichtigsten. Und ja, dann haben wir noch mehrere Methoden, die wir haben können. Zum Beispiel, ja, hier Methode. Stellt euch das ganze Ding vielleicht sinnvoll vor, so als Klasse kann man sich da wenig drunter vorstellen. Stellt euch das Ganze als Hund vor. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Klasse für einen Hund. Und hier haben wir die Anzahl an Beinen, also Anzahl Beine. Und hier haben wir zum Beispiel den Namen. Also sagen wir hier Name. Okay. So, und der Name dürfte dann auch für alle sichtbar sein. Deswegen machen wir hier auch mal ein Public draus. So, und jetzt hat der Hund eine Möglichkeit zum Beispiel zu gehen. Public, keine Ahnung, was macht man bei gehen? Wahrscheinlich kein Rückgabewert, weil wir uns einfach nur bewegen. Also Public Void und dann gehen. So, zum Gehen braucht er eigentlich keine Variablen. Er kann einfach irgendwie gehen. Sprich, er kann vorwärts gehen. Ja, doch, eigentlich braucht er sogar Variablen dafür. Zum Beispiel ein Integer i. Oder Integer-Richtung in unserem Fall dann. Setzen wir standardmäßig mal auf 1 und 1 würde heißen vorwärts gehen. Und hier drin kann dann zum Beispiel passieren, irgendwas von wegen
if Richtung gleich 1, dann Position verändert sich halt irgendwie. Aber das brauchen Sie jetzt eigentlich nicht wirklich kümmern. Was das Wichtige ist, wir können hier drin auf diese Variablen von außen zugreifen und die logischerweise auch verändern. Wir können damit alles machen, was wir wollen. Wir können auch andere Methoden aufrufen. Das heißt, wenn ich hier noch eine Funktion habe, da machen wir mal einen String als Rückgabetyp. Public String und laut von sich geben. Gut. Braucht keine Parameter. Dann geben wir hier einfach mal einen laut zurück. Wuff. Weil wir in der Hundeklasse sind. Und hier machen wir einfach gar nichts. So. Also hier dürft ihr dann irgendwelchen Code machen. Wir können hier zum Beispiel auch sagen, wenn der Hund fertig sich bewegt hat, dann gibt er einen Laut von sich. Und dazu benutzt man einfach die Funktion, die wir tatsächlich schon hier haben. Also wir können tatsächlich dann einfach sagen, Laut von sich geben, Klammer, Klammer und Semikolon und fertig. Und das war es dann im Prinzip schon. Das heißt, wenn wir hier sagen, okay, unser Hund, der läuft irgendwie und wir geben ihm eine Richtung vor, dann läuft er hier. Sagen wir einfach mal, hier läuft der Hund. Und danach gibt er ein Laut von sich. Fertig. Die können wir irgendwie aufrufen, wie wir wollen. So, und jetzt können wir hier noch mehrere Variablen hinzufügen, wie wir lustig sind und mehrere Funktionen. Je mehr wir natürlich hinzufügen, desto komplizierter wird das Ganze. Und wenn wir diesen Hund jetzt hier verwenden wollen, ich habe es allerdings hier blöderweise nicht... ich habe es Klasse genannt und nicht Hund. Machen wir das hier auch gleich noch. Umbenennen, sagen wir einfach mal Hund dazu. Dann haben wir was Sinnvolles draus gemacht. So, und jetzt sage ich hier oben, die Funktion kann mal raus. Okay, ich möchte hier diesen Hund erstellen. Ich möchte tatsächlich einen Hund haben, denn das ist jetzt bloß der sozusagen der Blueprint davon. Also ein Vordruck, dass wir uns einen Hund erstellen können. Also hier liegen quasi alle Hunde drin und wir können uns jetzt davon einen Hund erstellen und den dann manipulieren. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an und vor allem nach Tierschänderei, aber das ist gar nicht so schlimm. Und wir sagen jetzt hier einfach mal, okay, Hund, das ist jetzt nämlich ein Variablen-Typ geworden. Das heißt, wir können hier drauf zugreifen wie auf String oder auf Integer, fast zumindest. Und sagen hier, okay, also das ist jetzt unser Typ. Unsere Variable hat den Typ Hund. Nennen die ganze Variable H oder nennen ihn einfach mal Fifi. Ups. Jetzt. Und jetzt müssen wir über das new-Schlüsselwort einen Hund erstellen. Das heißt, wir sagen new Hund, Klammer, Klammer und Semikolon. Fertig. Und jetzt haben wir in unserem Fifi drin einen Hund erstellt. Da ist jetzt tatsächlich ein konkreter Hund, den wir benutzen können. Und wir können jetzt mit diesem Fifi zum Beispiel sagen, okay, Fifi ist jetzt eine Variable, über die können wir zugreifen und sagen hier einfach mal Punkt und dann haben wir hier alles, was wir machen können. Wir haben hier Variablen, nämlich die Anzahl an Beinen und den Namen, den wir hier erstellt haben, Anzahl Beine und Name. Und wir können jetzt hier dem Hund einen Namen geben, indem wir sagen Fifi.name gleich und dann sagen wir hier, ja, wenn wir ihn schon Fifi genannt haben, dann soll er auch wirklich Fifi heißen. Und kriegt jetzt hier den Namen Fifi. So, und jetzt können wir aber auch noch seine Anzahl an Beinen setzen, die übrigens, was ihr hier oben auch machen könnt, Standard-Argument oder Standard-Parameter geben, sollten im Normalfall 4 sein. Unser Fifi hat jetzt aber irgendwie was Komisches und hat deswegen ein Bein verloren, deswegen hat er nur noch 3. So. Und jetzt haben wir hier einen Hund erstellt, der sich von den anderen Hunden unterscheidet. Wenn wir jetzt aber hier unten sagen, okay, Hund Bello gleich New Hund, so, dann hat Bello wieder die volle Anzahl an Beinen und noch gar keinen Namen, weil wir noch keinen Namen zugewiesen haben. Das heißt, ich gebe das jetzt mal kurz aus, damit ich euch das auch sozusagen beweisen kann. Und sag hier mal, okay, wie viele Beine hat denn Fifi?
Fifi.AnzahlBeine wollen wir ausgeben. Jetzt starten wir das Ganze. Und genau, Fifi hat 3 Beine. So, jetzt sagen wir, okay, wie viele Beine hat denn Bello? Und sagen Bello.AnzahlBeine und Bello hat 4 Beine. Das liegt daran, wie gesagt, dass wir hier tatsächlich nur diesen einzelnen Hund, diesen Fifi, verändert haben, aber nicht alle Hunde. Und hier ist sozusagen jetzt, das hier ist das Standardargument für alle Hunde. Das wird für jeden Hund am Anfang, wenn wir ihn erstellen, mit diesem New, wird es auf 4 gesetzt, aber wenn wir es dann verändern, dann ist es verändert. Punkt. So, und ja, jetzt können wir diesen Fifi hier oben oder was auch immer, genau, wir lassen jetzt einfach Fifi sich mal bewegen. Fifi. Geh irgendwo hin. Und eine Richtung geben wir keine an. Also wir sagen ihm einfach nur, Fifi, beweg dich jetzt mal. Okay, Fifi bewegen ist doof. Laut von sich geben, weil wir da einen Rückgabewert haben. Wir sagen ihm jetzt einfach mal, okay, gib einen Laut von dir. Und wie wir hier noch wissen, dieses Laut von sich geben, returned ein String. Und den können wir natürlich ausgeben. Das heißt, wir können hier sogar mit den Rückgabewerten von den Funktionen hier arbeiten. Okay, wenn ich das Ganze jetzt starte, dann steht hier Wuff. Warum steht hier Wuff? Naja, wir haben die Funktion von Fifi aufgerufen. Und die gibt uns eben Wuff zurück. Und jetzt können wir hier natürlich noch unterscheiden, wie wir lustig sind. Wenn der Hund nur 3 Beine hat, dann gibt er Aua von sich. Und ansonsten gibt er Wuff von sich, was weiß ich. Oder den Namen oder sowas. Genau, und so funktionieren Klassen. Also hier, wie ihr Klassen benutzt und hier drüben tatsächlich, wie ihr Klassen implementiert. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr zu. Wow, was war das? Ja, keine Ahnung, was das war. Aber da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr zu beachten. Und ja, das werde ich euch alles der Reihe nach zeigen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und in dem Fall hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.